Das Experiment nähert sich seinem Ende. Ja, das toll für dich, mir wurscht. Gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Ich werde gebacken und dann gibt's Kuchen? Warum ich? Springen wir einfach mal hier rein. Ich will auch nicht das Radio irgendwie übersehen, aber ich will lieber meinen Kubus zurückhaben. Was ist hier? Ich höre das Radio. Okay. Radio? Hi. Wie geht's dir so? What's up? Wo kommen wir hier denn hin? Also, bringt hier irgendwie nichts, oder? Das geht nicht auf? Nee. Bringt nichts. Hallo? Ja, gut, da wollte ich nicht hin, aber ich dachte, da wäre Boden, ich Schlauberger. Ich spring jetzt mal voll in den Tod, das ist doch super. Ja. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Ja, ist mir vollkommen wurscht. Du hast es bei mir sowieso verkackt, nachdem ich meinen Kubus opfern musste. Ja, egal. Ja, schön für dich. Ganz toll für dich. Friss Staub. So. Oh, toll. Ach, das ist ganz hinten, oder? Ja. Ich bin etwas verwirrt. Ach, ich Trottel, ich habe mein Radio liegen lassen. Ich will nochmal zurück. Wo kam ich her? Ich wollte mein Radio trotzdem schon gerne mitnehmen. Denn das sollte er eigentlich überlebt haben. So. Nehmen wir es mit. Ich habe gesagt, wir nehmen es mit. Meine Güte. So. Ich muss vermutlich nicht dorthin, aber wir versuchen es einfach mal. Wer hätte es gedacht, dass es nicht hier hin muss? Okay. Geh bloß nicht verloren, Radio. Was? Ich hatte Signal. Ich hatte da oben gerade ganz kurz Signal. Warum hast du... Warum hat die jetzt einfach losgelassen? Und ich glaube, es hätte darauf gemusst. Ich hatte da oben gerade ganz kurz Signal. Ach, was mache ich denn für einen Quatsch? Ich muss doch da auch noch... Ich hatte Signal. Radio weg. Kubus weg. Alle weg. Bin ich wieder ganz alleine hier. Das war super, ey. Das war super bombastik. Mr. Fantastic oder so. Wie bin ich gerade darauf gekommen? Ach, durch den Boden. Okay. Warum kann ich jetzt wieder runter? Da passiert auch nichts Großartiges. Hier ist auch nur giftiges Wasser. Da kann ich hin. Oh Gott, das war zu weit. Okay. Ja, dann kann ich jetzt wenigstens das Radio noch holen, oder? Glaube ich, denke ich mal. Okay. Oder auch nicht. Naja. Gut. Gehen wir wieder darauf. Und gehen dann ganz genüsslich da. Nein. Pff. Meine Fresse, wie ich schon wieder durchrennen wollte. So, was muss ich noch machen? Achso, jetzt muss ich von hier darauf springen. So. Oh. Wenn da hochfahren steht etc., kommen die Turrets wieder, genau. Ach, das ist der Raum. Ich erinnere mich. Ach, was habe ich diesen Raum doch absolut vermisst. So.
Da können wir ein Portal hinsetzen und... Ja, okay. Das fährt sich wieder ein, das weiß ich. Ich möchte aber trotzdem, solange es geht, hier drin bleiben. Und versuchen, die so vielleicht kaputt zu kriegen. Zu hoch. Schade. Dann eben ein wenig tiefer. Auch wenn ich die kleine Turrets natürlich nicht verletzen will. Och man, ich will eigentlich gar nichts hier verletzen, außer diese komische Computerstimme, die nervt. So. Schieß bitte und mach die zwei bitte kaputt. Sollte ja so jetzt funktionieren, oder? Was? Warum nicht? Hier vielleicht. Ja, ja. Seid doch nicht so gemein zu mir. Ach, das dreht sich auch. Deswegen schießt das nur so selten. Ich habe mich schon gewundert. So. Einer ist schon mal kaputt. Huch. Hängt sich mein PC kurz auf. Das ist ja auch super. So. Wo muss der andere hin? Hier? Ist ein bisschen höher, oder? Ich setze es mal dahin. Mal gucken, ob er trifft. Trifft der so? Na, er ist zu niedrig, oder? Er ist ein bisschen zu niedrig, ja. Aber ansonsten hat es gepasst. Das heißt, wir setzen ihn jetzt mal dahin. So, dann geht der auch schon mal kaputt. Puh, das dauert ein bisschen länger, der Raum. Weil die Kanone immer mal öfter mal nicht so in die Richtung schießt, die ich brauche. Und ich dann eben das einschätzen muss. Dong. Okay. 2 von 3 sind kaputt. Und du musst jetzt leider auch dran glauben. Tschüss. So. So. Was nun? Kann ich dich kaputt machen? Ja. Ja, das kennen wir ja schon. Dich könnte ich drücken. Okay. Von da hinten dann. Muss ich mich ein bisschen beeilen. Aber das ist weniger das Problem. So, genau. Das hätten wir schon mal geschafft. Jetzt bewegt sich der Aufzug und wir kämen rüber, oder nicht? Kämen wir rüber? Kommt auch wieder zurück? Ja, gut. So, aber das Radio hätte überall hingekonnt. Aber ich hatte da vorne ja schon empfangen. Lass dich nicht treffen. Dankeschön. Hilfe. Ich hab so ein bisschen. Ah, da steht ja noch ein Tor, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, dankeschön. Was? Huch? Warum bin ich jetzt runtergefallen? Und jetzt sag mir nicht, ich muss alle wieder mal neu machen. Oh, Gott sei Dank, okay. Ich hab dich gar nicht gesehen, Junge. Was? Oh Gott, Hilfe. Ich hab mein eigenes Grab fast geschaufelt. Immer noch nicht. Hallo? Kannst du jetzt mal bitte treffen? Dankeschön. Nein! Fahrstuhl! Och, Mann! Das verzögert sich ja alles total und ich habe ständig Standbilder. Warum denn jetzt schon wieder CPU? Komm zurück! Wie komme ich denn da rauf? Auch eine Frage, die ich mir stelle. Ich kann keine Portale auf den Boden setzen. Schade. Komm mal rüber. Muss ich nach da unten springen? Nein, da oben komme ich ja nicht rauf. Nee, da komme ich nicht rauf. Ich komme nur hier runter. Kann ich da irgendwie drauf springen?
Musst du irgendwie rüberfliegen, oder nicht? Die Frage ist nur, wie. Ich verstehe es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz. Ich werde mal Nee, die schießt ja gar nicht mehr. Die ist nur für die Turrets da. Ich wollte jetzt da so eine Kugel hinfliegen lassen, aber das bringt mir auch nichts. Und wenn ich da durchgehe, bringt das auch nichts. Na toll. Jetzt bin ich hier zu blöde für. Okay, eine Idee habe ich noch. Was? Mein Portal ist kaputt gegangen. Warum? Ach nee, ich habe das falsche... Ich habe das falsche Portal geöffnet. Oh komm. Wenn ich so weitermache, wird das hier eine 3-Stunden-Aufnahme. Und das habe ich eigentlich nicht vorgehabt. So, also nochmal nach da unten. Zack. Einmal da durch. So. Jetzt habe ich da hinten das blaue Portal. Frage ist, bringt mir das irgendwas? Kann ich hier irgendwo runterspringen etc.? Ja, kann ich. Also, wenn das funktioniert. Wenn das, was ich jetzt gerade denke, funktioniert, dann weiß ich auch nicht weiter. Also, nee. Auf jeden Fall muss ich das Orangenportal mal setzen. Das da unten ist jetzt eigentlich wurscht. Ich muss mich nur extrem beeilen. Ach, ich bin hier falsch. Scheibenkleister. Ja, okay, vergessen Sie es. Kann ich nochmal drücken und das erneuern? Zack. Schnell, 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 schnell. Noch schneller. Ich bin zu langsam gewesen. Scheibenkleister. Jetzt bin ich sogar hier wieder. Hier will ich doch als allerletztes hin. Vor allem komme ich hier nicht mehr weg. Gerade. Naja. Okay, das funktioniert so schon mal nicht. Okay, jetzt bin ich doch ein bisschen aufgeschmissen, weil ich nämlich nicht weiß, woher ich den Schwung nehmen soll, von hier nach da drüben zu fliegen. Das ist mir gerade ein dezentes Rätsel. Geh auf jeden Fall nochmal nach da drüben und setz mir unten wieder ein Portal hin. Ach, da ist auch. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, dann ist es ja ein bisschen einfacher. Hallo? Du bist orange, okay. Blau. Ach, na dann. Ich habe das nur nicht gesehen. Halt, warte auf mir. Och, natürlich fährt er wieder weg. Danke, Aufzug. Vielen Dank. Jetzt haben wir wieder einen Kubik, aber das ist nicht mein Herzchenkubik. Das ist nicht der Herzchenkubik, den ich wollte. Ach, Menno. Zack. Und fall bloß nicht runter. Wag es nicht. Ich warne dich. So. Und das Schöne ist, wir müssen jetzt nochmal dahinter. Weil wir sonst nämlich nicht zurückkommen. Das heißt, wir müssen nochmal nach da unten. Kann uns hier schon mal ein Portal setzen. Geh uff. So, und dann können wir jetzt zurück. Genau. Problem gelöst. Zack. Zack. Und ja. Gehen wir einfach so durch. Ja, problemlos gelöst das. Und das geht noch weiter. Das heißt, ich werde nach... Wichtiger Testapparat zerstört. Ja, okay. Das heißt, sobald ich diesen Test hier geschafft habe,
Radio. Ist das denn jetzt schon Test 19? Stand doch noch 18, oder? Aber sobald ich diesen Test geschafft habe, hier werde ich dann doch nochmal einen Cut machen. Weil das dann doch zwei gute Folgenlängen sind. Die könnten die von mir verlangen, dass ich das Radio da überall mit hinschleppen kann. Und ich habe da ehrlich gesagt auch jetzt nicht so die mega Lust gerade drauf. Ich kann da mal damit runterspringen. Aber hier unten ist auch kein Empfang. Das ist ja jetzt schon fast ehrlich gesagt nervig. Wenn ich da jetzt mit dem Radio rumhüppen soll, das ist sowieso überall verbuggt. Okay. Siehst du es? Chell lässt das schon immer los, bevor ich überhaupt irgendwas... Siehst du? Oh, das reicht nicht mal. Das reicht nicht mal. Willst du mir jetzt... Nee, okay. Vergesst die Radios. Jetzt ist... Mit den Sprüngen funktioniert so nicht richtig. Von dem her habe ich da nicht so wirklich die wahnsinnige Lust drauf. Wie soll ich auch noch mehr Schwung sonst rausholen? Ich könnte höchstens hier so ein bisschen rumschwingen, aber das würde mir nicht viel bringen. Hm. Ich versuche es jetzt nochmal so. Aber das reicht nicht. Da könnte ich höchstens... Und das werde ich wohl machen müssen. Und dann kann ich das Radio erst recht nicht mitnehmen. Wie soll ich das Radio da denn bitte irgendwo hinkriegen? Ich kann nur... Zählt das? Hat's gezählt? Ja. Gut. Nein. Oh Gott. Achten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Ich bin mir zu 100% sicher, dass das Radio hin muss. Denn mehr Möglichkeiten gibt es... Moment. Moment. Ich kann das Radio dorthin bringen. Ha, okay. Forget about it. Ich wollte mich gerade schon beschweren, wie ich das Radio über die ganzen Sprünge schaffen sollte, aber angesichts dessen, dass der Boden hier auch portalfähig ist, ist das alles natürlich ein bisschen einfacher. So, und dann gehe ich jetzt in diesen Aufzug und verabschiede mich für diese Folge. Die letzten beiden Folgen waren jetzt ein bisschen kürzer als die anderen, aber trotzdem. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich natürlich über Kommentare freuen und Likes und Verbesserungsvorschläge. Und sage damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.